Warum komme ich denn nicht da oben ran? Ich muss doch damit irgendwas machen. Achso, man kann das Ding wieder zurückdrehen. Okay. Dann mach auf hier. Da ist nämlich der Schalter. Gut. Käfers. Subjekt EH, Ansatz oben rechts, Abtrennung Schultergelenk. Vollständige Aufhaltung, Subjektnarkose bei Prämortem-Einflößung von Serum 05, gefolgt von Postmortem-Einflößung von Serum 04. Perfekter Muskelreflex bei Elektrostimulation 77 3/4 Milliampere. Das ist aber eine krumme Zahl. Ach Quatsch, wollte ich doch gar nicht. Da habe ich doch was gesehen hier. Was ist das? Was haben wir? Was? Eine Kurbel. Ach. Der sieht so auffällig aus. Ich will den da rausnehmen. Was? Ein Käfer fehlt. Wenn die Aufschrift stimmt, müsste es ein Hirschkäfer sein. Auf paar Exemplare. Ja. Okay, wir haben eine Kurbel. Was mache ich jetzt damit? Sagt der Kasten da eigentlich was, wenn man die Linse anmacht? Hier das hier? Oder was für ein Kasten? Bäh. Das mit den Käfern. Ah! Du bist mein Held, aber das bringt ja nichts. Ach so, der Kasten. Ja, Moment, die Linse. Ich dachte jetzt, weil der hat ja hier oben, da muss man bestimmt damit da drauf oder so. Da sagt er nichts. Auch nichts. Schade. Oder? Also das braucht man 100 Pro, um das zu reflektieren, das Ding da. Aber hier steht nichts. Da ist 0. Wofür brauche ich denn die Kackkurbel, ey? Wie sieht denn der Anschluss aus? Ein Vierkant, toll. Das kann hier überall reinpassen. Moment. Das da ist ein Vierkant, oder? Frage ist, was genau dreht sich hier überhaupt? Toll. Jetzt habe ich die Kurbel benutzt. Laden.
Ach, guck mal. Check ich nicht. Was will der Pfeil von mir? Ich mach mal das andere. Oder sagt das mir so, oh, guck mal auf den Boden, Julia. Ich komme da unten nicht hin. Was soll mir dieser komische Pfeil sagen? Unter der Schublade. Komme ich denn da überhaupt hin? Kann ich da überhaupt hingucken? Weil die Kamera ist ja sowieso ein bisschen... Dankeschön. Ja, die Kamera, die ist hier ein bisschen störrig. So, dann haben wir bestimmt auf der anderen Seite auch nochmal einen. Nee. Haben wir keinen. Können wir den jetzt schon hier reinhängen? Was bist du überhaupt? Ein Insekt. Süß. Nun. Das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Hier brauche ich immer noch die Batterie für, anscheinend, die ich nicht mehr rauskriege. Ich muss noch irgendwas mit diesem... Moment. Nee. Nee, da will ich doch gar nicht. Das wäre jetzt perfekt, wenn ich... Kann ich mir den da oben nehmen? Ich brauche den Käfer, gib mir den, Mann. Mach nochmal das Kurbelding in das Loch da rein, okay. Ich mach nochmal das Kurbelding in das Loch da rein. Jetzt? Was für ein Hebel? Ist das ein Hebel? Aber ich kann da nichts. Da muss einer auch mal sagen, dass man, dass das ein Hebel ist. Ich dachte, da wäre irgendwas, wo man was dran klemmen kann. Und jetzt? Ah, dann kann man das bestimmt damit. Ah.
Das war für mich kein Hebel. Für mich war das irgendwas. Da muss noch irgendwas dran. Das war für mich kein Hebel. So. Mann, Mann, Mann. So, das muss jetzt auf den Käfer da oben. So. Da habe ich wenigstens schon mal erkannt. So, da haben wir hier was, können wir lesen, oder da oben ist noch eine schöne Batterie. Das ist toll. Subjekt L. Cardiac Viscus. Dauerhafte Aufhaltung, Nekrose. Manuelle Durchführung 77¾ Milliampere. Lebensabbild nur wiederhergestellt bei Nullnähe. Kein Weg vorwärts, kein Weg zurück. Liebe Louis, bitte verzeih mir, ich kam zu spät. What? Ist irgendwas hier noch, was wir hier noch gebrauchen können, hier so? Nee. Aber die brauchen wir. Oh, ein Käferchen. Hallo. Nashornkäfer. Den hauen wir doch mal dann direkt hier rein. Bam. Der ist ganz schön eklig. Okay, das heißt, wir dürfen eine Batterie aufladen. Vor dem nächsten Stream. So. Kaputt. Ah, dafür brauchen wir. Schön war noch elektrisierend und einmal schön da mit dem Schraubenzieher dran. Eine durchgebrannte Sicherung. Ich werde sie entsorgen. Schön. Im Müll? Also ich brauche auf jeden Fall eine neue Sicherung. Das ist ja toll. Oder kann man hier noch irgendwas... Also ich muss die kaputte Sicherung ersetzen. Ach nee. Das ist ja schon ein dickes Ding, ne? Wo kriegt man die? Die liegt doch bestimmt irgendwo in so einem Kack-Schreibtisch drin. Ich weiß jetzt nicht, wie man da drankommt. Da sind Fingerabdrücke drauf. Ein Teil des zerbrochenen Schilds. Das ist alles, was man damit anfangen kann? Das sieht ja so aus, ob man das abreißen könnte. Nee. Nee! Wo brauchte ich das denn? Ach, hier unten. Kann ich das schon da reinlegen? Ach so! Eine Sicherung. Sie scheint intakt zu sein. Schön. Ah, Gottes Willen. Das ist ein ganz schön anstrengendes Kapitel. Aber es ist ja auch das letzte anscheinend. So. Jetzt hier volle Pulle. So, runter mit dem Ding. So, gut, da haben wir jetzt unsere aufgeladene Batterie, die wir jetzt endlich da reintun können. Jetzt sehen wir wieder wahrscheinlich irgendwas Gruseliges. Schön, toll. Ein Arm, der rumzappelt, weil unter Strom gesetzt wird.